Die Spitzenforscher gehören dazu, wir alle leben im Jahr 20 nach dem Mauerfall. Und wie das nun einzuordnen ist, was er in den letzten 20 Jahren vor sich gegangen ist, darüber gibt es ja viele Meinungen. Matthias Platzeck, der Ministerpräsident, der hat dazu ein Buch geschrieben. Ob Zufall oder nicht, es kommt in einem Superwahljahr auf den Markt. Heute hat er das Buch in Berlin vorgestellt. Zukunft braucht Herkunft, heißt es. Deutsche Fragen, ostdeutsche Antworten. Es ist ein Buch, das den Spagat versucht zwischen Autobiografie und politischen Thesen. Es ist also nicht das eine und nicht das andere. Und trotzdem, oder auch genau deshalb, lernt man am Ende den Politiker Platzeck zu begreifen, nicht den Menschen. Zukunft braucht Herkunft. Das Buch habe er geschrieben, weil es ihn zuletzt immer mehr ärgerte, dass es in den Diskussionen über die DDR immer nur um die gleichen Themen ging. Warst du dafür oder dagegen? Warst du drin in der Partei oder nicht? War es ein Unrechtsstaat oder keiner? Und das hat mich gestört und auch ein Stück angetrieben. Das Buch beginnt 1989. Platzeck engagierte sich schon vor dem Mauerfall in Umweltgruppen. Richard von Weizsäcker war damals Bundespräsident. Heute stellt er das Buch vor und wünscht sich ausdrücklich viele Leser aus den alten Bundesländern. Die Westdeutschen haben die Freiheit, wenn sie so wollen, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs geschenkt bekommen. Die Ostdeutschen haben sie durch solche mutigen Gruppierungen und Leute wie die, die Platzeck schildert, ihrerseits erkämpft und errungen. Und das ist eine Botschaft, deren Begründung in dem Buch überzeugend vorliegt und die für uns in Westdeutschland ganz außerordentlich lehrreich ist. Mit seinen Thesen zum Umgang mit der DDR-Vergangenheit polarisiert Platzeck ganz bewusst. Und damit ist er im Mauerfall-Jubiläumsjahr nicht der Einzige. Auch der Journalist Uwe Müller hat gerade ein Buch veröffentlicht. In einer zentralen Frage kritisiert er Platzeck, dessen Äußerungen könnten zu einer Verharmlosung der SED-Diktatur beitragen. Ich glaube, Herr Platzeck unterliegt einer Fehleinschätzung. Er sagt, die DDR ist mausetot. Die DDR war mausetot. Und dann begann aber Anfang in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, diese DDR wieder aus den Trümmern des Gesellschaftsmodells auferstanden. Und es begann allmählich so eine Verklärung einzusetzen. Platzeck wagt sich in dieser Frage also auf dünnes Eis. Doch er vermeidet es, sich angreifbar zu machen. Jetzt folgt die Werbetour mit Interviews und Fernsehauftritten. Wenn man verleitet wird und dann wenn dieser und jener verleitet wird, vielleicht ein bisschen genauer hinzugucken, was hier in Ostdeutschland in den letzten 20 Jahren alles erdacht und umgesetzt wurde, dann fände ich das nicht verkehrt. Der besser Ossi, das treffe es nicht wirklich, aber mit der Bezeichnung, sagt Platzeck, könne er sehr gut leben.